Ein ganz besonderer Tag ist schon wieder gekommen. Und damit erstmal willkommen zum Portal 2 Community Co-op. Wir haben Valentinstag, es ist schon wieder ein Jahr rum. Und vielleicht kann man sich noch an letztes Jahr erinnern, als ich mit Domi die Aperture Valentine spielte. Den Domi trage ich jetzt im Herzen, aber der ist leider heute nicht da. Aber so schlimm ist das nicht, denn ich habe hier eine Expertin am Start. Sie hat schon die Portal-Singleplayer-Kampagne gespielt, die Portal-2-Singleplayer-Kampagne, dann hat sie mit irgend so einem Idioten die Portal-2-Koop-Kampagne gespielt, den hat sie da ganz schön durchgeschleift, der hat nicht viel beigetragen zu den Rätseln, aber das nur nebenbei. Sie hat Portal Stories Mel gespielt, die beste Mod für Portal 2, und heute ist sie hier in Aperture Valentine The Advanced Chambers. Hallo Manari! Ja, moin! Ach Mensch, ist das schön, wieder in Portal drin zu hängen, du. Siehst du? So was. Hat dir gefehlt. Ja, Portal ist toll. Guck mal, aber da, wir können halt uns sehen. Ja, du hast so einen süßen Zylinder auf und Schnurrbart. Und du hast übrigens keinen Hut, sondern einen Wimpel. Eigentlich sollte ich beides haben. Ach, da hat man beides gleichzeitig? Na, immerhin Wimpel. Dreh dich mal. Zeig ja, dich mal. Ich habe einen Wimpel. Der passt vor allen Dingen auch zu so einer Kammer, denn da ist ein Herzchen drauf. Ja. Ja. Voll schön. Schön. Ja. Ja. Und ansonsten kann ich sagen, die Advanced Chambers heißen nicht umsonst Advanced Chambers, denn es wird ein bisschen schwerer als im letzten Jahr. Aber ich habe ja die Expertin am Start. Ja, genau. Ja, ich weiß sofort, wie es geht hier. Da hinten, da ins Herz, da müssen wir hin. Ende, fertig. Tschüss, mitten, das war die Folge. Mitten ins Herz müssen wir. Ja, so ist es. Na, lass mal schauen. Oh Gott, die ist groß. Eieieiei. Aber so schön. Oh. Sogar das Wasser ist pink und hat Herzen. Was? Oh, oder oh. Rosa? Ja, ist es? Oder spiegelt das? Ja, doch, du kannst recht haben. Es ist. Oh, geil. Das ist ja der Hammer. Ja. Also, Manari ist hier heute für die Details zuständig. Wobei, das sind so viele Details, die kann auch ich nicht übersehen. Wahnsinn. Ich habe eins gefunden. Guck mal hier. Kann ich das anpinnen? Ja. Ja. Da ist ein Symbol für die Würfelübergabe, ne? Ja, genau. Den reichen wir uns hier schön durch diese Durchreiche. Ja. Aber selber kann man nicht durchkrabbeln. Obwohl ich ja schon ziemlich klein bin, ich Kugel, aber ich passe da nicht durch. Was für eine geile Kammer. Hier irgendwo einen Knopf gefunden, den ich jetzt drücke. Ist bei dir irgendwas? Ein. Warte mal. Der. Ach, der Grill ist. Du stehst drauf, ne? Ja, der ist an der Wand, ich lehne mich einfach drauf. Okay, ja, du machst den Anfangsgrill. Wieso das denn? Oh, da oben ist einer. Hast du den auch über? Ne, den hab nur ich. Guck mal hier. Ich hab eine Kamera. Ich hab da oben einen zum Drücken. Oh ja. Oh, und da ist eine Rose. Oh, es ist schön. Oh, sieht diese Kamera geil aus, muss ich ja selber mal sagen. Ach hier, ich hab den auch. Mach ich da auch den Grill weg bei dir am Anfang? Ja. Ja, machst du. Okay, da frage ich mich allerdings, warum, denn das ist doch nur der Startraum. Da hat man doch keine Verbindung oder irgendwas. Also den Sinn verstehe ich noch nicht. Wenn man hier neu kommt, hat man sowieso keine Portale. Sehr merkwürdig. Man kann nach draußen gucken. Über uns sind Wolken. Gibt sowas wie eine Skybox sogar. Wow! Okay, jetzt ist ein bisschen starr der Himmel. Ein bisschen nicht so hochauflösend, aber ist okay. Ja, geht. Schon echt schick. Da müssten noch so Herzchenwolken sein, das wäre der Hammer. Ja, das wäre wirklich cool. Alles in Herzform. Oh, ist das toll. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir hier so hinkriegen. Guck mal, wenn du dich hier an die Stelle stellst, du könntest da treffen, ne? Wenn ich da aufmache. Ich mach mal auf. Ja. Hab so. Ich. Jetzt kannst du mich da unten reinlassen. Das hätte ich nämlich selber nicht geschafft, ne? Ich muss ja aufmachen. Okay. Oh nein. Jetzt bin ich in so einem Nebenraum hier. Eieiei. Was ist denn hier? Scheiße. Die wird wirklich schwer, die Kamera. Habe ich das schon gesagt? Oh, jetzt kann ich dir da hinten was schießen. Was auch immer das bedeutet. Okay, hier komme ich dann. Wenn ich einen Würfel habe, komme ich hier in einen Strahl rein. Oh, dann kann ich mich sogar da hinten rausstrahlen. Also da. Ach, das ist ja schon der Ausgang, oder? Da komme ich dann zum Ausgang. Die Mitte ist doch der Ausgang, ne? Da bei dem großen Herz. Ja, genau, aber es sind zwei Ausgänge. Einer für dich und einer für mich. Ah, okay. Dann sind das im schlimmsten Fall auch nur Zwischenausgänge und danach geht's weiter.
Schauen wir mal. Wenn da jetzt kein Exit-Symbol ist. Naja, okay, es ist ein Exit-Symbol. Aber durch den letzten Ausgang müssen wir ja zusammen durch. Also das wird nur so ein Zwischenweg sein. Mhm. Okay, da oben habe ich auch noch ein Knöpfchen. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh je, Mine. Vielleicht sollten wir erstmal sehen, wie wir den Würfel bekommen. Hast du einen Dispenser auf deiner Seite? Ich habe hier einen. Ja, ich habe da einen. Ja, da, ich sehe es. Okay. Oh, ich habe daneben gepinnt. Ja, ich habe schon, gesehen. Gibt es da irgendwie Symbole oder eine Verbindung? Da gibt es nur so Warnhinweise, ne? Dass man den Würfel nimmt, dass er einem auf den Kopf fällt. Ja, genau, das ist alles. Und ich habe hier irgendwie eine 19. Ja, das sehe ich auch gerade. Ich frage mich, warum da eine 19 ist. Ach, guck mal, hast ich kann bei dir auch Zeit? Portale schießen. Wie lustig. Du hast da hinten eine 15. Ja. Sag bloß, wir müssen hier 20 Schritte machen. Das wäre ja pervers. Wo ist die 1? Oh Gott. Da oben ist was mit Laser. Was ist denn das für ein... Das geht rüber zu dir. Was geht's da noch weiter mit der Linie? Die hört auf, ne? Ja, die hört auf. Ich glaube, das ist der Grill da vorne. Ja, wahrscheinlich. Oh, hier muss man eine Menge Grills aufmachen. Okay, also ich hätte einen Würfel und du hättest einen Würfel. Nur, wie kriegen wir sie? Also meiner ist irgendwie klar. Ich muss zu dem Knopf da hoch, fürchte ich. Oder nee, oder ist es der Grill? Nee, es ist der Knopf. Oder kommst du zu dem Knopf rein? Oh, Hilfe. Mm. Auch nicht wirklich. Oh, vielleicht ne? kann ich ja dahin. Warte mal. Ja, kannst du nicht ich glaube, das Glas. Ich glaube, die Fläche ist zu klein. Wenn die Fläche nicht groß genug ist für ein Portal, also von einer vertikalen her, dann geht das nicht. Hm. Aber wie kommst du da hoch? Da sind zwei Knöpfe da, bei dir ist auch einer. Ja, genau, da wollte ich ja gerade rein. Ach so, okay. Aber ich habe nur meinen auf der Seite hier gesehen. Oh Mann. So viel Knöpfe, so viel Grills, so viel überhaupt. Okay, wo kannst du denn langlaufen? Hast du irgendeine Chance? Ich überlege gerade. Ich würde gern darüber, um zu gucken, also so darüber. Ja. Aber dafür brauche ich irgendwie eine Verlängerung oder eine Brücke. Haben wir so eine Lichtbrücke hier? Nee. Habe ich noch nicht gesehen. Schon mal fürs Protokoll, das ist keine Portalfläche. Ich habe gerade mal drauf geschossen, das sieht nur so aus, ja. Ich glaube, das soll Himmel sein, ja. Ja, das ist Glas, da hinten sind Wolken. Ach, das ist dein Glas. Ach so, okay, das habe ich jetzt von hier aus nicht gesehen. Ja, okay. Ich habe hier auch noch eine Fläche, was ist das denn? Da oben geht's auch noch rein. Oh, ich muss unbedingt mit diesem Strahl arbeiten. Ich benutze nochmal deine Portale, sie sind ja noch da. Ja. War jetzt gerade ein bisschen blöd von mir, weil ich kann ja den Strahl schon längst holen. Ich muss ja gar nicht selber eintreten. Kann ja schon holen. So, jetzt habe ich ihn hier. Jetzt komme ich leider natürlich da nicht rein, um da hochzukommen. Jump! Dann habe ich noch... Vielleicht muss ich den ja dir irgendwo hin machen. Kannst du mit dem Strahl jetzt die... hinter dir das überbrücken, dass du reinspringst und dann rüber. Oh je. Warte, ich mach ihn nach vorne. Ich schaff's. So. Nein, nicht rauslenken. Ich hätte dich jetzt erstmal hochgenommen. Ach so, ja, doch. Das. Also im wörtlichen Sinne, nicht im übertragenen. Spring einfach erstmal rein. Ich mach's jetzt ein bisschen höher und du musst eventuell mit hochlenken. Also nach oben. Ja. Geht das? Ja. So. Wenn man an der Wand klebt, ist es immer... Ja, genau, ist ein bisschen schwerer, da hochzulenken. Ich mache gleichzeitig ein bisschen schräg. So, warte. So rüber. Oh. Okay, geht's? Weiter? Ja. Okay. Oh. Ja, okay. Woohoo. Ah, hier ist ein Knopf. Was ist das für ein Symbol? Irgendwas dreht sich? Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, das Teil da wird sich jetzt... Ja, oh, war ja. ...drehen. Ja. Und es ist getimed. Ah, dafür die 19. Das ist ein Timer, der abläuft. Oh, cool. Ist ja der Hammer. Okay, kannst du jetzt noch irgendwo weiter? Nee. Jetzt müsstest du selber... Ich habe hier eine Portalfläche. Ah, okay, das ist für den Strahl. Können wir den verlängern? Gibt es hier eine Fläche an der Wand? Nee. Welche Wand? Warte, ich schick dir mal... Ach so.
Das geht auch nicht. Ich wollte gerade gucken, dass wir den Strahl verlängern, damit du dich selber weiterschießen kannst, weil du hast ja nicht die Quelle des Strahls. Ja. Aber du kannst ihn ja jetzt auf der Seite auch nicht nehmen, da kommst du ja gar nicht ran. Nee, eben. Okay, was macht man in der Zeit, wenn du... Oh, jetzt... Nee. Dachte ich gerade verstanden zu haben, warum der erste Grill hier weggemacht wird am Start, aber wenn du stirbst, hast du ja keine Portale, also hättest du auch nichts vorbereiten können. Auf der anderen Seite war doch jetzt, genau, diese weiße Fläche ist doch zur Seite rumgefahren. Ich habe falsch gepinnt, Moment. Die. Ja, ist gut. Die, ja, genau. Die war doch dann bei dir. Genau. Das hilft ja auch nichts. Du brauchst irgendwie den... Du musst irgendwie den Strahl abgreifen. Okay, es geht weg. Ja, wenn sich's bewegt, geht's weg, genau. Ja. Ich habe doch sonst keine Fläche, wo ich dir was hinwerfen kann. Was können wir aus der Fläche machen? Ah, warte mal, du... Ah! Nee. Ah? Oh, das wird kompliziert. Ich muss rein zum Strahl. Du musst mir nochmal die Verbindung gemacht haben. Kannst du hier was treffen von da, wo du jetzt stehst? Oh ja, könntest du. Aha. Ja, jetzt pass mal auf. Nee, das ist doch Glas. Ach so, ich dachte, du kannst durchschießen. Das ist ja scheiße. Dann... Oh dear. Ich glaube, du musst nochmal zurückkommen. Na also gut. Sterben. Ja. Ah, ich mach dir den Grill weg. Was auch immer es helfen soll. Danke. Ah, dann schüttelst dich nicht so durch beim Durchtritt. Genau. So, du hattest mir die Verbindung nach da oben gemacht. Mach mir die bitte nochmal. So. Ich hab ja noch den Strahl, muss ja gar nicht. Entschuldigung. Aber es ist trotzdem gar nicht so schlecht. Sag mal, wie wollte ich das denn machen? Ich bring dich nochmal rüber. Deine Portale müssen jetzt aber hier so bleiben. Für das, was ich derzeit plane. Okay. Also, machen wir einmal so. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich überlege gerade, wie du dich, wenn du an der Wand klebst, schneller bewegen konntest. Ich glaube, wenn du nach oben guckst, ging es schneller. Aber so hat es auch gepasst. So. Oh. Jetzt, was können wir jetzt machen? Hier war ich doch gerade schon. Ja, also mein Gedanke ist der, wenn du jetzt mal dein rotes Portal hinter dem Grill, hinter dem Gitter setzt bei dir. Da. Kuckuck, dann kann ich hier kurz rausgucken. Hallo. Und könnte... Ja, aber was hilft's? Könnte den Strahl da an der Seite setzen. Aber dann kommst du da auch nicht hin. Also ich glaube, ich probiere es mal aus, ob ich hier, wenn ich durchs Portal durchgucke, überhaupt mein Portal umsetzen kann. Scheiße. Ich habe deins überschrieben. Okay, die Idee hat sich praktisch erledigt. Hier kann ich dir noch was schicken, aber das ist keine Fläche, wo du ihn nutzen kannst. Oh Mann. Ja. Hm. Ja, jetzt wird's aber schon... Uff. Was ist da überhaupt... Da ist ja auch nicht viel vor dir. Da kommt dann der rote Grill, der dich killt. Da kannst du auch nirgendwo rechts, links ab, ne? Nö, nur da oben ist halt so ein Raum, wo ich wahrscheinlich rein muss. Ja. Also ehrlich, mein Gedanke ist eigentlich, dass du... selber die Quelle haben musst. Weil du dich dann, da wo jetzt dein... Ist es noch da? Dein rotes Portal sitzt? Ja. Da schießt du dich mit dem Strahl rüber, so in die Höhe. Also, nee, nicht hier, Moment. In die Höhe da. Ich kann nicht durch den Strahl durchpinnen, warte. Weißt du, was ich meine, ja? Also... Ja. Eher so da hinten. Da. Genau. So, und wenn du den Timer gedrückt hast, ist ja die weiße Fläche rechts von dir. Da könntest du dann selber den Grill, den Strahl umsetzen, dich hoch... arbeiten und nach links rein in diese offene Ecke.
Genau. So. Und das alles in 19 Sekunden. Ja, das ist, ja, das ist, glaube ich, das geringere Problem. Ich würde jetzt erstmal echt wissen wollen, wie du die Quelle bekommst. Ich kann dich ja nicht irgendwie da reinbringen. Oder muss ich da irgendwie ankommen? Geht genauso wenig. Wobei, Moment mal. Wenn ich... ich muss nochmal in den Raum da oben, in den Raum mit dem Strahl. Ja, du kannst es nicht treffen. Das ist blöd, dass sie da Glas gemacht haben, anstatt... anstatt geht da, ich fürchte, es läuft auf Sterben hinaus. Ja! So. Jo. Okay. So, aber da war doch nichts weiter sonst. Ach so, ich kann mich hier schon rüber... Na, da überlebe ich auch nicht lange. Warte mal, das war... Oh! Oh, das probiere ich jetzt mal aus. Oh, scheiße. Okay. Keine Ahnung. Wo war der Timer hier? Bei 15, ne? Bei mir? Ziemlich sicher, ja. Ist gerade gar nicht zu sehen, ne? Wo 15. Ach da, doch, der Kleine, genau. Warte. Hopp. Ich gehe mal vorsichtshalber schon mal ein bisschen höher. Kann hier nämlich rauskommen. Ach, guck mal, ich kann den drücken. Das hätte ich schon längst mal machen können. Und jetzt? Jetzt habe ich das Problem. Jetzt bist du gleich weg. So, aber jetzt möchte ich mal gerne... Scheiße. Möchte ich mal gerne wissen, was ich hier noch... Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich da auslöse. War das die Hälfte von dem? Ja, ich glaube. Hm. Und die Frage ist, bleibt der oder war der auch getimed? Fragen über Fragen. Ich gehe nochmal durch. Oh! War das nötig? Ja. Das war nötig. Beziehungsweise ich guck's mir nochmal genauer an. Das sind da auch... Ach, guck mal da! Zwei Kinder, die sich küssen. Ah, ja, okay. Also aus meiner Sicht jetzt. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber das stimmt. Aber der Knopf ist nicht mehr gedrückt. Also ist eher temporär, würde ich sagen. Dann komme ich da an. Ey, wie kommt man denn da rein zu dem? Es muss über die Mitte da bei dir laufen, über dieses Fenster. Ja. So, okay, und da konnte ich ja nicht durch. Irgendwas muss ich machen, nachdem ich den gedrückt habe. Oder ist irgendwo ein Würfel gefallen? Nee, ne? Deiner ist auch nicht gefallen. Nicht, dass mir aufgefallen wäre. Ich glaube, das hätte ich gehört. Ich habe auch leider... Da ist der Grill weggegangen. Da sind die Kinder. Ja, okay. Oh, man muss hier auf sehr individuelle Symbole achten. Okay, da hinten ist der Grill weg. Aber was hilft mir denn das? Da bin ich ja nicht mal ansatzweise. Das muss später sein, wenn du vielleicht gleichzeitig auf deiner Seite irgendwo rumfliegst. Glaube ich auch. So, dann überlege ich... Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich überlege, ehrlich gesagt. Oh Gott. Hm. Das habe ich benutzt. Wie komme ich da hoch? Ich kann dich da hinten irgendwie reinlassen. Guck mal. Geh mal durch das Rote. Ach so, naja, nee. Da ist erstens Gitter und zweitens würde ich hier runterfallen. Ah, ich dachte, da geht es vielleicht lang. Ja, nee, gut. Da ist gar nichts. Da muss man Strahl schießen, um sich zu retten, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich muss ja noch irgendwann in den Raum hier hoch. Da ist zwar was mit Laserempfänger, da weiß ich noch nicht, was ich überhaupt tun kann. Aber der Weg ist auf jeden Fall, dass ich da hinten langkomme mit dem Strahl, wo ich gerade lang bin. Dann mache ich mir da ein Portal, sobald überhaupt dieser Grill offen ist. Und dann habe ich als nächstes hier, das kannst du nur aus meiner Sicht sehen, noch eine weiße Fläche. Das heißt, ich komme hier an mit dem Strahl und dann strahle ich mich da oben hin. Also es ist auch, das fühlt sich alles so an, als kommt es erst später. Ich
finde schon den Anfang allein nicht. Was kann ich noch mit dem Strahl machen? Und warum lässt mich nochmal in den Strahlraum rein? Jo. Warum, die Frage stellt sich halt jetzt schon, warum ist hier dieser Knopf, auf den man vermutlich einen Würfel legen muss, damit man in die Quelle einsteigt, ja? Also damit man nicht den Strahl irgendwie anders nutzt, indem man ihn hier hinklatscht, sondern direkt hier eintritt und schon woanders ein Portal vorbereitet hat. Ich weiß das nicht. So, guck, hier könnte ich so wieder zurück. Aber es hat mir halt nichts gebracht. Da ist doch Glas, oder? Ja, sonst könnte ich ja hier reinspringen. Das ist Glas. Genau. Da kann ich noch hinschießen, aber da kommst du nicht hin. Das ist halt, wie gesagt, am Ende. Da kann ich noch rausschießen, hilft dir auch nichts. Sofern wir den Strahl nicht noch umkehren können. Was ich irgendwie gerade nicht glaube. Ich gehe nochmal rein. Ob der noch einen Indikator hat. Aber ich denke nicht. Also ich denke, das bleibt ein blauer Strahl. Die Linie ist ja nur, um aufzumachen. Habe ich hier noch was übersehen? Okay, dann bleibt die Überlegung, wie wir dir die Quelle geben. Also es muss ja auch nicht unbedingt die Quelle sein, es kann ja auch ein verlängerter Strahl sein. Aber du hast halt nirgendwo... Warte mal. Doch, na klar. Moment. Wenn ich den hier rausschieße, kommt der doch auch da unten an, oder? Wo unten? Shit. Ich dachte, du kannst den Strahl da nehmen, aber der kommt auch an der falschen Stelle raus. Das kann doch nicht sein. Es muss doch irgendwo eine Strahlverlängerung möglich sein. Weil wir werden dich nicht zur Quelle reinbekommen. Also ich sehe zumindest keine Möglichkeit, wie wir... Ich denke, wir werden immer getrennt sein in diesen Räumen. Wir werden niemals uns beide auf einer Seite befinden. Es wird besser, sofern wir das irgendwie noch lösen. Aber gerade ist schwer. Der Witz ist, genau, du könntest mich da rauslassen. Dann würde ich kurz bei dir sein an der kleinen Kante, aber... Ach doch, natürlich, das ist ja die Lösung. Mach mir mal hier gelb, bitte. Geht das? Ah, ist auch Gitter, habe ich übersehen. Shit. Überall Gitter. Okay. Gitter. Wir können nicht zueinander finden. Wir können nur hier Händchen halten an der Durchreiche. Was können wir eigentlich... Können wir uns umarmen? Ich hab hier so ein... Warte mal. Nein. Wir können uns nicht umarmen. Können wir High Five machen? Das gehört nicht zum Test. Nicht mal High Five geht. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzückung versetzen. Halt die Klappe, GLaDOS. So, also, wenn ich das höher setze, bringt das auch nichts. Da ist ja auch noch eine Fläche, was ich hier nicht alles finde, aber die hilft auch nichts. Kann doch nicht sein. Das können wir alles erst machen, wenn wir da oben drin sind. Wie kriegen wir denn dich da oben rein? Das ist, oh, jetzt habe ich wieder falsch gepinnt. Da. Das ist ehrlich gesagt eine Riesenfrage, die ich mir stelle. Ja. Vor allem ist hier halt auch keine Fläche bei mir, die mich darüber bringen würde. Das ist ein bisschen scheiße. Das muss was mit dem Raum da hinten zu tun haben, wo ich auch noch den Grill aufmache, aber das ist ja alles echt verzwickt. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen dich als erstes da drüben hinbringen, wo du schon mal warst. Wie kann das gehen? Wie kriegst du entweder eine Verlängerung oder die Quelle? Wie kriegen wir denn... Oh nee, warte. Das war falsch. Den Grill da weg. Ich
würde sagen, von innen mit so einem Knopf. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Es ist echt, ich kann es nicht genau sagen, aber. Oder mit dem Knopf auf dem Boden, aber die Linie führt in diesen Raum, in diesen Glaskasten, wo wir noch nicht reinkommen. Ja, okay. Ich hatte jetzt irgendwie die Hoffnung, an den Knopf da zu kommen, aber das ist, glaube ich, vergebens. Ach, der war ja auch noch, genau. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Und ich habe den Knopf, der hier den Grill wegmacht. Den Anfangsgrill. Ja. Ja, das ist halt echt, den verstehe ich am wenigsten. Ja, da hast du halt eine Portalfläche. Das sehe ich jetzt ja auch erst, tatsächlich. Das heißt, ich kann ja selber irgendwo vielleicht... Ändert das was? Nee, es ist mir nur zum ersten Mal aufgefallen, dass hier die Portal... Stimmt, die hast du nicht? Nein. Das ist ja interessant, okay. Trotzdem habe ich keine Fläche, wie ich dich herholen könnte. Das ist ja... Das ist halt das Ding. Ich kann dann offensichtlich nur selber irgendwo... Ja. Irgendwo eine Verbindung machen. Wozu sollte ich denn hier... Also es ist einfach nur eine Fläche, damit ich mal irgendwo reinkomme, weil ich ja sonst hier... Wobei, ich habe doch auch die Fläche hier auf dem Boden, wo du jetzt dein Gelbes hast. Jo. Da könnte ich doch auch irgendwas setzen, um wo reinzukommen. Das ist doch blöd. Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Die Sprüche werden schlimmer. Okay, wenn du da drüben bist und den Timer drückst und sich das Ding gedreht hat, dann musst du da noch hinkommen. Also die Sache ist ja die, wenn der Timer gedrückt ist, ja, an diesem Turm, ist ja, ja hinten auch eine weiße Fläche. Also jetzt hinten und später, wenn du es gedreht hast, auf der rechten Seite. Genau. Es schreit ja nach einer Verlängerung, dass der Strahl irgendwie... Ich ersetze jetzt mal dein Gelbes. Dass der hier ankommt, da genommen wird und oft da an. Aber das kannst du halt nicht vorbereiten. Nö. Scheiße. Du bist dann auf der anderen Seite und kannst da nicht mehr treffen. Das geht also gar nicht. Sonst könnten wir darüber verlängern. Ja. Das wäre die einzige Möglichkeit. Und der dreht sich auch, der drehte sich auch wieder zurück, ne? Also der dreht sich nicht jedes Mal im Uhrzeigersinn weiter, sondern er drehte sich hin und wieder zurück nach dem Timer. Ja, genau, genau. Er ist jetzt so, wie er vorher war oder überhaupt, wie er erstmal ist. Und so ist er dann auch wieder. Da ist übrigens, da ist das Symbol für den Strahl. Ja. Ja, also das, schon, dass er da irgendwie ankommen muss. Was soll denn der Blödsinn? Ah, natürlich. Natürlich, umgekehrt. Ich schicke den Strahl da raus und du holst ihn dir dann da. Das heißt... Aber ich komme doch von da drüben nicht da hinten ran. Nee, du schießt jetzt das Portal da, um den Strahl zu holen. Ah, es ist gar nicht so schwer. Mann. So? Genau, so, jetzt lasse ich dich wieder darüber. Noch ein bisschen weiter nach links. So. Ja! Richtig. So, wenn du jetzt den Timer drückst, dann habe ich ja hier bei mir die weiße Fläche. Mhm. Ja, da werde ich den Strahl rausschicken. Dann geht der in dein gelbes Portal rein. Das heißt, mit Rot kommst du rüber und hoch, so wie wir es schon uns überlegt hatten. Okay. Ja, also ich von mir kann es losgehen. Und 19 Sekunden, wie du weißt. Aber die sind großzügig, das ist okay, das klappt. Ja, ein bisschen hocharbeiten. Ja. Scheiße. Wir machen es nochmal. Ja. Ups. Ich komme. Gelb. Oh, da zählt ja noch. Ja, siehst du, das ist genug Zeit. Noch ein Stück. Danke, noch ein Stück. Ja. Danke. Sollte gehen. Juhu. Ja, sollte gehen. Gut. Blub, blub. Und schon mal von Beginn an schön nach oben lenken. Wenn man nämlich an der Wand klebt, geht das nicht mehr so schnell. Nein! Bye, bye. Ich wollte...
Oh, da. Danke. Es gibt keinen Grund dafür, aber ich mach dir trotzdem gerne den Grill weg. Das finde ich gut. Ach ja, warte. So. Ja. Ja! Oh, gut, schon drüben, okay. Okay. Und du musst schneller schießen, sonst klebst du auch zu schnell an. Ah, das könnte jetzt... Du hast genug Zeit, mach dir keine Panik. Ja, ja, okay. Ich bin drin. Wunderbar. So, was haben wir denn da? Der Strahl ist gleich wieder weg. Vielleicht gut. Wegmachen. So. Ich habe hier einen Knopf. Gott. Stopptimer. Okay. Und hier ist noch ein Knopf. Der macht... Oh. Den Würfel. Auf... Ja. Warte mal. Auf deiner Seite, ne? Hier? Ja, genau. Ja, der wird schön fallen. Hier die Linie... Ja, genau, das ist der. Na, drück den einmal. Dann werden wir sehen, dass der nur einmal fällt, würde ich sagen. Wäre sonst zu einfach. Ja. Yep. Das heißt, wir müssen ihn direkt abfangen, wenn er jetzt fällt. Na, ist doch wunderhübsch. Wie tun wir dies? Ich stehe hier auf so einem Druckknopf. Was macht denn der? Was steht denn da rechts bei dem Timer-Symbol? Ich kann das nicht lesen. Stopp-Timer. Stopp-Timer, okay. Genau. Und hier habe ich ein Schild mit, ich soll mich draufstellen, aber keinen Würfel rauf tun. Weil rum da und drauf und so. Was ja, macht denn der? Hab ich gesehen. Ja, das muss ich jetzt mal suchen. Da waren jetzt nur diese Raufstellsymbole, oder? Was anderes nicht. Ja, genau. Hier steht nur Stop-Timer und. Ja, gut, welcher nicht. Timer? Hier ist ein bisschen Himmel. Wir haben bisher zwei Timer entdeckt. Ach! Okay, ich ahne was. Wenn du schnell bist, dass du den Timer, mit dem du hochgekommen bist, stoppst und dass dann der Turm sich nicht umdreht und du immer noch den Strahl hast und dadurch irgendwie den Würfel retten kannst. Aber das wäre irgendwie auch... Müssen wir wieder gucken, wo wir den Würfel hinretten. Auch schwer. Ich glaube nicht, dass das zeitlich hinkommt. Vor allen Dingen, du musst ja drauf stehen bleiben. Du kannst ja dann keine Portale mehr umschießen. Ja. Naja, doch. Also, wenn du schnell oben bist, kannst du schon noch ein paar Sekunden haben. Ich würde es auf jeden Fall gern mal wissen. Dafür müsstest du natürlich schnell sein. Ja. Dann ist die Frage, wie... Kannst du mal zum Dispenser gucken? Okay, der ist so mittendrin, ne? Der Dispenser. Da gibt es wieder keine Strahlverlängerung, die dahin führen würde. Von der Seite auch nicht. Nö. Schade. Nee, tatsächlich nicht. Aber warte mal, warte mal. War da nicht? Ah, nee, das war da. Ich habe hier unten so eine Fläche, wo ich ein Portal setzen kann, aber ich weiß aber gar nicht, ob das das war, wo ich... Ja, kann ich jetzt gerade nicht machen, aber... Das war, wo ich vorhin verlängern wollte, oder? Wie kannst du gerade nicht machen? Kannst du doch, oder? Also, ja, schon, aber ich kann halt sonst nichts irgendwie... Kannst du mal hinpinnen, welche Fläche das ist? Warte... Ach, du hast ja schon dein Portal drauf. Okay. Da. Aha. Oh, ich glaube, das wäre... Kommt es da an? Der Strahl? Ah, nö. Immer noch nicht. Was ist denn das? Achso, ich bin ja hier auf dem Turm. Das kann nicht gehen. Ah, okay. Das heißt, da würdest du... Dann ist noch die Frage, wenn du auf diesen Knopf raufgehst... Ist wahrscheinlich der Timer nur in dem Moment gestoppt, wo du draufstehst. Und nicht danach noch. Also es ist keine Einmalaktivierung, sondern du musst draufbleiben. Aber trotzdem darfst du irgendwie keinen oder sollst keinen Würfel rauflegen. Ja. Oder der Würfel funktioniert nicht. Weiß ich nicht, ob sowas auch gibt. Sieht zwar aus wie ein normaler Knopf, aber vielleicht funktioniert der Würfel gar nicht. Das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Also wenn das jetzt, was ich nicht glaube, aber wenn es eine Einmalaktivierung wäre, könntest du den Timer stoppen. Hättest nach wie vor den Strahl. Weil der Turm sich nicht zurückdreht und könntest vielleicht die untere Fläche nutzen, um dich da durchzustrahlen, sag ich mal. Aber ich wüsste auch nicht, wo du dann hin sollst. Also siehst du auf der rechten Seite, wo es dann rausgeht? Also oder geradezu? Wo du da überhaupt meinst hinkommst? Hier? Ja. Ja, da ist der rote Grill, der macht mich dann kaputt. Ja, das ist dann hier. Und wenn ich da durchkommen würde, ja, würde ich immer noch ins Wasser fallen, weil da hinten nichts ist. Du könntest dann hier... Ich schieß mal selber den Strahl hin.
Da könntest du dann umschießen und würdest rauskommen. Ah, stimmt. Ja, das war halt das irgendwie nur unter der Voraussetzung, dass du wahrscheinlich den Würfel geholt hast und ihn dann zurückbringst. Irgendwie sowas in der Art. Ja, der Würfel muss ja mit. Der ist ja wichtig. Der muss irgendwie mit. Den müssen wir erstmal retten. Und dann ist überhaupt die Frage, wo brauchen wir denn hier Würfel? Also da oben, wo wir mal einen Knopf haben bei dir, da sollen wir ihn schon nicht hinlegen. Toll. Ne. Wo sollen wir ihn denn hinpacken? Da soll nur ich rauf. Das ist eine gute Frage. Also wir können ihn ja hier durchreichen. Haben wir ja am Anfang gesehen. Wenn du ihn mir gibst, kann ich ihn mir hier rauf machen. Kann mir dauerhaft den einen Grill wegmachen und kann selber hoch zum Strahl. Ist vielleicht so eine Sache, die man zwischendurch mal braucht. Ja. Warte mal. Andere Überlegungen. Ich hab doch... Kann ich irgendwie den, wie ist der Traktorstrahl, kann ich den irgendwie bekommen? Ja, jetzt gerade nicht, weil wir wieder das nicht verlängern können. Das ist schade. Ja. Weil ich ja, angenommen, ich würde den Strahl haben und würde ihn auf diese Fläche lenken, die da hinten. Dann könntest du den, ja. Würde den Würfel runterfallen lassen, dann fällt er ja hier durch das rote Grillteil. Das macht ihn ja nicht kaputt, richtig? Stimmt, stimmt. Genau. Und dann hole ich ihn da hinten wieder. Ja, und dann habe ich hier eine Fläche und könnte ihn rüberschicken. Wo? Pin mal drauf oder guck mal hin. Da. Da, wo mein rotes Portal ist, hier. Da könnte ich den dann weiterschicken. Du schickst ihn weiter. Und dann müsstest du den von... Ich fange ihn so ab, wie ich jetzt ihn gerade abholen. Genau. Ja, doch, das klappt. Das heißt aber, du musst innerhalb der 19 Sekunden dein Portal wieder umgeschossen haben, nach da unten. Ah, ich kann nicht durchpinnen. Nach da, meinst du? Nach da. Weil da fängt er den ja wieder ab. Und dann drückst du den Knopf für den Würfel. Genau. Und dann steigst du auf den Knopf, damit der Rest funktionieren kann. Und musst dein Portal auch wieder umschießen, da wo jetzt dein rotes ist. Weil du musst eine Menge umschießen und am Ende auf den Knopf. Das tut mir sehr leid, du hast den timing-kritischen Part erwischt. 19 Sekunden erwarten doch eine ganze Menge in der Zeit. Ja. Wollen wir es nochmal rekapitulieren? Hast du verstanden, was ich meinte? Ich verstehe nur eine Sache nicht, und zwar, was der Knopf mit dem Ganzen zu tun hat. Warum ist der wichtig? Auf dem Knopf musst du stehen, damit der Turm sich nicht umdreht, damit du den Strahl behalten kannst. Aber den Strahl habe ich doch umgesetzt nach da unten. Ja, aber den hast du nur so lange, wie wir verlängern. Und wenn der Turm sich umdreht, ist die Strahlverlängerung nicht da. Du hast ja nicht die Quelle. Du bist ja abhängig von meinem Portal und mein Portal kann dir den Strahl nur so lange geben, wie der Turm nicht wieder in seiner Ausgangsposition ist. Aber habe ich das... ich kann da nicht hinpinnen gerade. Oder? Ah, doch, habe ich. Kann ich die nicht von da dann später holen? Den Strahl? Ja. Ja, nee, aber ich... Das ist ja Glas bei mir. Ups. Ja, du kannst ihn ja von da nur holen, wenn ich ihn dir überhaupt dahin schicken kann. Und ich kann ihn dir nur dahin schicken, solange der Turm gedreht ist. Und der dreht sich halt nach 19 Sekunden zurück und dann habe ich hier die rote Fläche auf der Seite. Hier. Ah, stimmt, ja. Ja, hast recht, alles gut. Ja, also okay. Viel Freude. Ich würde sagen, wir machen mal einen Death Counter. Du kannst noch ein paar Versuche investieren. Ja. Man muss halt auch genau wissen, was man macht. Also du schießt erst da unten, wo du jetzt gerade fast hingeguckt hast, wieder die Ecke. Nee, ja. die andere, 180 Grad, da unten. Da. Also sobald du oben bist, wo du jetzt stehst, schießt du den Strahl wieder nach da unten. Jo. Dann rennst du schnell zum Knopf, rufst den Würfel. Dann rennst du aber zurück und guckst, wann ist der Würfel unter dem Grill durch. Und dann musst du, da kommt glaube ich noch ein zweiter Grill, kann es sein? Dahinter? Ja, dahinter, da genau. Dann musst du, bevor der Würfel im zweiten Grill ist, den Strahl dahin, umgeschossen haben. Und erst wenn du das alles geschafft hast, steigst du auf den Knopf, weil von da kannst du ja sonst nichts mehr anschießen. Oder du stoppst zwischendurch den Timer und der läuft dann weiter. Das könnte auch sein. Musst du ehrlich gesagt mit dir selber ausmachen. Also ich glaube, ich habe es ungefähr erklärt. Es tut mir sehr leid. Ja gut, das wird ja ganz besonders toll. Wir können leider nicht switchen. Ja! Und es hieß, niemand würde bei diesem Test je sterben. Danke für den gegenteiligen Beweis. Ja, ich finde aber die Sprüche toll. Lache ich mich immer wieder kaputt. Da hört man die Begeisterung raus. Tolle Map. Ich bin super froh, dass ich hier zugestimmt habe, mitzumachen. Danke. Ja.
Also wie gesagt, so schnell wie möglich hochlenken und die Portale umsetzen, sonst klebst du an der Wand und dann verlierst du mächtig viel Zeit. Ich mach dir einen Countdown, oder den siehst du auch selber. Countdown ist noch viel zu weit weg. Noch 5 Sekunden? Also, ja. Gut. Ja gut, müssen wir abwarten. Du bist zu schnell wieder hier. Reicht das schon? Ja! Das hilft dir nichts. Es war ein Versehen. Hä? Oh nein! Ich habe mein Gelbes vergessen. Ah ja, dann sterben sie doch bitte mal eine Runde. Kannst du echt nicht treffen von da aus, ne? Nee, es wäre auch besser, wenn diese Glasfläche hier einfach so ein Teil wäre. Muss ich dir recht geben. Gitter. Das ist echt blöd, dass das Glas ist. Aber vielleicht hat es einen anderen Grund, dass wieder was anderes verhindert werden musste. Ja. Deswegen Na, Glas gut. da. Das werden wir noch sehr oft sehen, glaube ich. Gut, also, Gelb ist dahin. Aber wir haben einen Plan. Das ist doch schon mal mehr als vor 20 Minuten. Ja. So. Ja. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Okay, du liegst in der Zeit. Portal noch umschießen da unten? Ja, Sekunde. Der Würfel ist gefallen. Nein. Scheiße, lass mich hier raus. Das ist ja auch fies. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wenn du da oben an der Kante bist, ja? Wenn du da angekommen bist. Wenn du schnell genug bist, kannst du direkt da schießen. Wenn dich der Strahl nervt, in dem du gerade drin bist, kannst du vielleicht erstmal unten schießen. Die untere Dahin, Fläche? Meinst nee, du? Die andere Fläche, die du unten hattest. Nee, die kannst du noch nicht vielleicht. Nee, die kannst du noch nicht treffen. Nee, okay, dann musst du tatsächlich aus dem Strahl heraus, sobald du unter dir Boden siehst. Das ist aber eine ganz knappe Ecke. Musst du da wieder umschießen. Oder du schießt, wenn du auf dem Boden bist, erstmal unten an den Turm. Damit du dich an der Ecke, wo du jetzt stehst, richtig positionieren kannst. Weißt du, was ich meine? An den Turm? Dass du nicht mehr weggedrückt wirst oben vom Strahl. Dass du das Portal wieder runterschießt. Ach so, ja, okay, gut. Ich wollte nur verhindern, dass du da schnell so den Winkel treffen musst, in dem Moment, wo du gerade durchgedrückt wirst. Das ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Wir machen es so lange, bis Gladys keine Sprüche mehr hat. Ich würde ja sagen, ich habe sie vermisst, aber das wäre gelogen. Ja, das wäre gelogen. Das könnte aber auch so ein Gladys-Spruch sein. Passt eigentlich. Das reicht schon, guck mal, oder? Ja, gut. Ja. Ja, gibt's jemals ein Porte 3 in der Valve? Schreibt mich an, ich schreibe eure Sprüche. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin doch schon. Du bist noch nicht drüber. Oh. Jetzt? Hä? Doch, auf einmal schon. Alter. Ja, jetzt, das meine ich mit... Ja, okay, so klappt's. Gut. Oh, das ist echt verdammt knapp. Nein. Oh, scheiße. Juhu. Gelb. Und, wie viel Zeit hast du heute? Ach, ja. Der Zuschauer freut sich wieder, dass ich nicht schneide. Ja, ich glaube auch. Aber wer Portal-Leidenschaft hat, der guckt auch ein längeres Video. Vielleicht habe ich es doch irgendwann geschnitten. Muss ich mal gucken. 20 Mal sterben ist ja auch... Muss ja auch nicht sein. Da passiert ja nichts Neues. Wenn es ja bei den 20 Mal bleibt. Sehr gut. Ah, okay, der wird jetzt angehalten. Jetzt ist der Würfel im Grill kaputt gegangen. Oh. Aber das beantwortet schon mal die Frage. Also du kannst ihn zwischendurch anhalten. Wenn du jetzt runter gehst, läuft er weiter. Wenn du wieder rauf gehst, wird er wieder angehalten. Ja. Falls das was hilft. Eigentlich hilft es nicht viel. Im Endeffekt musst du es alles schnell schaffen. Hm. Also theoretisch, wenn wir den Würfel hätten, wären jetzt noch 3 Sekunden. Ja. 3 Sekunden, um
den Grill hier weiter unten zu benutzen und dann. Also, sagen wir mal so, wenn du den Knopf gedrückt hast für den Würfel, dann ist der relativ schnell vor dem zweiten Grill. Also, dann kannst du eigentlich unverzüglich. Ja, okay. Ja, vielleicht könnte ich dir das irgendwie ansagen. Ich überlege gerade, wie viel ich davon sehen kann. Ich kann auch nur ein bisschen spekulieren. Weil du müsst ja auch noch selber sehen, wann der vorm Grill ist. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht, muss ich zugeben. Also, ich kann es nur raten, wann der da wäre. Aber vielleicht machen wir es einfach mal mit Raten. Ist vielleicht besser, als wenn du dich die ganze Zeit rumdrehen musst, oder? Wo der Würfel, auf welcher Höhe der Würfel ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah, okay, ist schon weg. Ja, gut. Ist schon weg. Ich will in den Grill. Oh. Oh, das war laut. Das war eher tödlich. Ich bin doppelt gestorben. Dafür gibt's ein Achievement. Oh yeah. Doppelt hält besser. Das wäre ein cooler Name für ein Achievement. Achievements haben ja immer tolle Namen. Okay. Ja, so ein Elend. Also das ist wirklich mies gemacht. Okay, ich sag's dir auch. Ah, jetzt musst du schon wieder, musst schon wieder. Ah, da darfst du gar nicht so lange warten. Ja, okay. Juhu! Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Das ist richtig. So langsam muss ich mich anschließen bei Gladys. Man kann nicht behaupten, dass sie lügt. Fürs Lügen hat sie doch bestimmt auch einen Kern. Ja. Sah jetzt schon recht effektiv aus. Und jetzt rüber. Und schießen. Ja, und wieder rauf. Sehr gut. Jetzt darf ich nichts versauen. Jetzt muss ich hier auch noch die Ebene treffen. Und ich habe sie getroffen. Okay, wir haben den Würfel. Das war ja gar nicht schwer. Und ich fürchte, du darfst nochmal sterben. Ich will aber nicht. Komm, du kennst es inzwischen. Tut gar nicht mehr weh. Bist du gewohnt. Für die Liebe. Kann das auch nicht sein. Ja, sehr gut. Für die Liebe. Ich hab einen Würfel. Was machen wir mit dem? Jetzt kannst du mir den mal rübergeben. Bitteschön. Oh. Er glitscht. Der kleine Glitch ist wieder da. So, nein. Jetzt könnte ich da selber hoch. Aber was hilft mir das? Ach nee, ich muss ihn ja hier reinbringen. Ach genau, das war die Sache. Du musst mir bitte nochmal die Verbindung machen. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, aus irgendeinem Grund muss ich... Boah, jetzt hätte ich echt fast den Grill getroffen. Warst du das gerade? Ja, sei nochmal, vorsichtig. Nochmal bitte. Nein. Es war so ein... Man hat es kaum gehört. Okay, jetzt könnte ich hier einsteigen. Das heißt... Nein! Ich brauche deine Portale eventuell noch. Oh oh. Ah, kein Problem, ich mach wieder auf. Ich dachte, ich spiele mal ein bisschen damit rum, aber... Ich überlege jetzt vor. Ich könnte tatsächlich bei dir ankommen, wenn ich da... Ah, nee, ach, das sind alles keine Fehler. Doch, wenn ich... Nein, es ist alles vergittert. Alles ist vergittert, verdammt. Das kotzt mich so an. Wo kann ich denn rauskommen überhaupt? Da ist Gitter. Ich wollte ja da hoch. Das ist doch Blödsinn. Warum soll ich in den Strahl rein, wenn sowieso überall Gitter? Und abgesehen davon, ich kann mich da total trappen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also hier ist Gitter. Ich weiß nicht, ob du es im kleinen Fenster sehen kannst bei mir, ja? Ja. Wenn ich dahinter ein Portal schieße, jetzt hier reingehe und dann hier in den Strahl rein, dann habe ich keine Chance, da raus, wieder rauszukommen. Dann geht es nicht vor und nicht zurück. Weil der Strahl mich die ganze Zeit gegens Gitter drückt. Und dann hätten wir eine Trapping Situation, wie man so schön sagt. Ein Softloch. Das ist richtig. Das würde ich mal anprangern. Also das ist eine Sache, die müsste man, wenn ich jetzt nicht gerade was übersehe, noch verbessern in der Karma. Ja. Okay,
Was mache ich denn sonst? Ich kann doch... Also ich hatte ja hier noch die freie Fläche, da könnte ich einen Strahl machen, hilft aber nichts. Obwohl, warte, du könntest dich doch retten da oben. Könnte ich auch rauskommen. Wie denn? Wenn du da oben hängst, das Portal einfach dann, also dein anderes da hinsetzen. Das hat ja vorhin nicht funktioniert. Dachte ich auch, als ich bei dir da drüben war, dass ich, wenn ich in dem kleinen Raum bin, weil da ist ja so ein paar Zentimeter sind ja da zwischen Fläche und Gitter, ne? Das meinst du. Ja. Ja. Wollte ich ja vorhin bei dir auch machen, wo ich hinter dem Gitter war und dann hat er aber... Ah, ja, 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 stimmt. Ne? Ich war noch vorm Portal, ich war noch nicht durchgetreten. Genau. Technisch betrachtet, das war ein bisschen blöd. Ach, ich probiere mal noch was. Ist zwar Quatsch, aber... Also wird nicht das Gewollte sein. Oh, gucken wir mal. Oh, nicht gegen den Grill. Ach, da komme ich auch keinen Zentimeter höher, wenn ich hier... Kumpel Kubus! Oder? Bin ja auch gar kein Freund von sowas, also das kann's... Oh, er rutscht. Das kann's auch nicht sein. Sei vorsichtig mit dem Grill da vorne. Ich mach den mal lieber weg, warte. Ja. So. Dann ist noch die Frage, ob ich den Würfel hier reinbringen soll. Also in den Raum, aber das hilft mir halt auch nichts. Dann habe ich selber noch hier den Knopf für deinen Grill. Ist auch Quatsch. Hier gibt es keine Verbindung zwischen den Räumen. Hier ist Glas dazwischen. Also... Ja, verstehe ich nicht so recht. Ja. Gibt es hier irgendwelche... Wenn du mal irgendwie Symbole siehst, die ich übersehe, dann mach mich gerne darauf aufmerksam. Also das hier sind nur Gefahrensymbole. Mhm. Ne? Nicht baden und nicht trinken. Das kann es ja schon mal nicht sein. So, dann hatte ich da drüben die Fläche, die ist vergittert. Wozu eigentlich? Die haben wir ja nur auch noch nicht genutzt. Wofür ist die da? Irgendwie müssen wir wahrscheinlich dich noch da hochbekommen. Und zwar machen wir das über... Ich schieß noch mal... Also wenn ich den Strahl dahin mache, ja, dann vorausgesetzt, du wärst irgendwie mal da oben. Wäre ja schön, wenn es irgendwann mal so wäre. Also da oben wärst du. Ja, warte mal, jetzt sehe ich aber gerade was. Ist das da? Muss mal umsetzen. Das ist weiter hinten die Fläche, ne? Die ist in dem Raum drin. Die ist nicht mehr vorne, perspektivisch, oder? Welche meinst du? Die hintere schmale Fläche. Also exakt die. Ja, genau, die ist drin. Die ist drin. Dann könnte es nämlich sein, dass die größer ist. Wenn du ganz vorne stehst, an deinem Steg, wird die aber auch nicht größer, dass du sie anschießen kannst. Ne? Und, aber selbst wenn sie größer wäre, dann müsste da ja ein Portal entstehen, wenn man da reinschießt. Also die ist, glaube ich, tatsächlich nur diese zwei kleinen Quadrate hoch. Ja, ist möglich. Ich check nicht, wie... Soll ich mal nachgucken? Ich da... Wie? Mit Springen? Ja. Mit Sterben? Ja. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Sonst würde da ein Portal entstehen, wie gesagt. Ich check nicht, wie wir dich da hochbekommen sollen. Das ist mir ein Rätsel. Ja. Da ist alles verglast. Es sieht so aus, als wenn man nur von da reinkommt. Oder wir müssen dich... Ist das eine Fläche? Da hinten hinbekommen und du läufst irgendwie hinten rum. Kann ich mir aber auch gerade noch nicht vorstellen. Weil ich weiß auch nicht, wie wir dich auf die Höhe bekommen. Ja, dafür müssen wir zu Anfang erstmal den Grill auskriegen. Das wird auch nicht schwer. Nicht leicht. Ups. Nicht schwer. Oh, ja. Ich hab ne... Oh, weia. Ich hab ne... Es wird nicht besser für dich. Ich hab noch eine ganz andere Vermutung. Aber geht das überhaupt? Nee, das geht nicht. Ich hab gerade überlegt, dass jetzt auf der Rückseite der Säule ja wieder eine weiße Fläche ist. Mhm. Das heißt, wenn wir dich da hinbekämen, könntest du dich wieder in die Höhe hochackern und dann würdest du irgendwann da hinten an der Wand kleben. Ja, ja? Und dann? Und wenn du da an der Wand klebst, gebe ich dir wieder den Strahl rüber, den ich gerade schon gemacht habe. Ich mache ihn nochmal. Ja. So. Und dann schwebst du zu dem Raum da hinten. Ja, schon, aber dann gehe ich ja kaputt. Da habe ich noch den... Wo war er denn hier? Den du meinst den Grill, ne? Den tödlichen. Ja. Da habe ich noch den... Ah, nee, stimmt nicht. Ich habe nicht nur den Knopf, ich habe auch... Da muss ich nämlich den Knopf hier oben treffen. Der hier.
Er macht da hinten den tödlichen Grill weg. Ja. Das heißt, das müssen wir koordinieren. Also ich muss hier hoch und du musst auch... Aber wie geht denn das? Weil du hast dann ja selber... Du brauchst ja selber den Strahl, um da hochzukommen. Also ich müsste... Im Übrigen aus meiner Sicht, ich meinte diese Fläche hier, ne? Hinten an der Säule. Ja, genau. Ich weiß schon, welche du meinst. Mhm. Dafür müsste ich ja zuerst da oben hin. Ach so, in den Raum rein. Ja, damit das Ganze funktioniert. Selber fast ein bisschen sehen hier. Wieso müsstest du... Wieso hier hin? Wieso in den Raum? Naja, weil ich ja sonst nicht da oben in den Strahl reinkomme. Ach so, dass du von dem Raum kommst. Ja, ja, genau. Also das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, wie du überhaupt in den Raum kommst, weil da müsste... Ja, eben, keine Ahnung. Dann müsste der Strahl dich ja dahin gezogen haben, weil es gibt keinen... Behaupte ich mal, es gibt keinen... Was ist denn das hier unten überhaupt? Das sind ja... Ach, das ist eine Plattform, die hochgeht. Hoffentlich auf Kontakt. Können wir dich dahin bekommen? Wenn du draufstehst, dass die dich hochfährt. Achso. Bis hierhin. Das wäre natürlich schön. So, dann ist die nächste Frage, wie kriegen wir dich hierhin? Aha, du bist doch vorhin... Nee, der Würfel ist vorhin hier lang. Wenn du da hinten rauskommst, so wie vorhin der Würfel kam, dann bist du ja ungefähr, kommst du hier vorne an. Ja. Und dann kannst du vielleicht auf die Plattform umsteigen. Ich will es ehrlich gesagt nicht garantieren, aber... Da ist dann aber das Problem, dass wir hier hinten noch einen Grill haben. Da. Also so einen tödlichen, meine ich. Ach stimmt, da ist ja nur der... Naja, aber du kannst ja von oben einsteigen. Von dem Raum, wo du vorhin oben warst, könntest du ja in den Strahl einsteigen. Dann ist allerdings das Problem, dass der Timer uns wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird, weil du dann den verlängerten Strahl nicht mehr hast. Und ich kann dir den Strahl da auch nicht machen. Ich kann ihn zwar von hier aus, könnte ich ihn jetzt da hinsetzen, aber dann bin ich tot. Mhm. Weil ich hier selber in der Luft hänge. Deswegen ist es mir fast... Ja? Du kommst von deiner Seite nicht an den da hinten, oder? Oh, das war der Grill. Du meinst die Fläche? Ja, genau. Ja, doch, aber dann falle ich. Das ist das Problem. Also von hier aus komme ich ran, aber dann falle ich. Ich meine auch von einer Position aus, in der du nicht stirbst. Nee, das nicht. Ah, okay. Also ich kann jetzt mal kurz treffen. Da war kurz der Strahl, bitteschön. Und wenn ich hier neu komme, dann... Warte, ach, vielleicht doch. Moment. Ich rede Mist. Na klar komme ich ran. Aha. Ja, natürlich. Das heißt, ich ersetze mit der Quelle danach. Ja, so machen wir es. Natürlich. Okay, cool. Ah, dann ist es jetzt aber easy, weil dann musst du jetzt erstmal nur hochkommen. Dann haben wir es schon. Ich überlege, das hätte ich vorher schon machen müssen. Dann wären die 19 Sekunden auch nicht ganz so knapp gewesen. Dann wäre ich hier hingegangen. Und, ich hab's übersehen. Und sobald der Würfel auf der richtigen Höhe gewesen wäre, hätte ich ihn hier genommen mit der Quelle. Ach, ich hab dir ein bisschen zu viel abverlangt, sorry. Aber du hast es sehr gut gemacht. Okay, dann hole ich mir jetzt nochmal den Strahl. Ich muss nochmal... Aber kann ich selber, kann ich selber. Ach nee, stimmt nicht. Dafür müsste ich dein gelbes E überschreiben. Insofern brauche ich mal kurz die Verbindung. So, was heißt denn das jetzt? Den Würfel brauchen wir gerade... Eigentlich gar nicht, oder? Wofür brauchen wir gerade den Würfel? Ich könnte ihn... Ich lasse ihn hier liegen. Später? Das ist eine gute Antwort, sehr diplomatisch. Ja, höchstwahrscheinlich. Okay. Ja, kriegen wir schon hin. Gut. Jetzt schaffen wir erstmal dich wieder darüber. Jetzt musst du nur hochkommen. Ja, okay. Das ist nicht das Schwerste, denke ich, in 19 Sekunden. Sei doch okay. Ruhig. Kannst schon rüber, würde ich behaupten. So. Insofern können wir eigentlich auch die Kritik mit den knappen 19 Sekunden ein bisschen zurücknehmen. Es war alles gut zu sehen, es war gut zu schaffen. Also ich glaube, es war alles nicht so schlimm. Na, sehr schön. So. Okay, jetzt muss ich das Ding mal loswerden hier. So, du bist safe da oben, ne? Dann schieße ich das mal weg und... So, das dahin. Ich glaube, das ist nah genug an der Plattform, dass du hoch kannst. Also am Ende dann links rüber auf die Plattform. Höher kann ich es auch nicht setzen. Ja, schauen wir mal, ob das reicht.
Und ich ahne was, da oben wird eine Druckplatte sein, wo du den Würfel brauchst. Bestimmt. Nach oben rauslenken, ja? Nach oben gucken und rauslenken. Gut. Ja. Scheiße, sie bewegt sich nicht. Wie schön. So ein Elend. Aber vielleicht okay. Kann ich von hier andere Sachen treffen, die ich vorher nicht treffen konnte. Ich probiere jetzt mal ein paar Knöpfe. Ja, kann auch sein. Ich probiere mal paar Knöpfe aus. Vielleicht fährt irgendwann mal diese Plattform hoch. Ach Mist, die Verbindung ist nicht mehr da. Nein. Egal, ich kann sie mir neu machen. Glaube ich aber nicht, dass sich jetzt was tut. Da hinten ist ja auch noch eine Fläche. Die muss ja auch noch für irgendwas nütze sein. Kannst du mal hinzoomen? Blub. Da ist Gitter. Ich sehe immer das Gitter nicht im kleinen... Fenster, ja, okay. Die Fläche. Schauen wir uns mal von hier außen an. Ja, die ist komisch, ne? Mhm. Aber die sieht so aus. Ich glaube übrigens, dass da oben, da ist so ein Schild, da ist ein Herz drauf. Das haben wir zuerst gemacht. Ah. Dann hatten wir da ein Schild mit zwei Herzen, das haben wir als zweites gemacht. Und da ist ein Schild mit drei Herzen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt machen. Sehr gut gesehen, das ist mir echt noch gar nicht aufgefallen. Ja, das wird das nächste sein, okay. Ja, und da ich hier stehe, geht das ja auch. Da ist nur Wand, oder? Wo? Da. Oder ist da auch was? Ja, genau, da ist nur Wand. Okay. Du kannst ja den Grill da jetzt drüben haben und den dann hoch wandern lassen. Ups, sorry. Und da musst du nur den Knopf treffen, während ich darüber segle. Ich habe den Plan noch nicht ganz verstanden. Moment. Alles gut. Ich erkläre nochmal. Ja, bitte. Also, da hinten ist eine Wand. An der kannst du das... Wo ich rauskomme. Den Strahldings kannst du ja hoch... genau. Deich sehen. Ja. Ups, sorry. Das wollte ich nicht. Bis zu dem Knopf da. Ja, genau. Dann rankomme. Okay. Und da ich hier stehe, werde ich von diesem blauen Strahl ja auch getroffen. Das heißt, ich werde mit hochgenommen, wenn du den Strahl weiter nach oben setzt. Ja, natürlich, natürlich. Ich nehme dich von Anfang an mit und am Ende kommst du da an. Ja, genau, genau. Wenn du in dem Raum da oben safe bist, muss ich krepieren. Weil mich drückt's ja dann dagegen, denke ich genau. mal. Genau. Wir müssen das halt nur so timen. Das machen wir jetzt. Dass du an den Knopf kommst, während ich da rübersegle. Oder hatte der einen Timer? Der Knopf hat einen Timer. Also, okay. Den ich hier zuerst drücke, den meinst du, ne? Nee, den da oben meine ich, den da. Ach so, der hatte auch einen Timer, ja. Sonst wäre ja der jetzt wohl. Ja, sonst wäre der Grill ja jetzt nicht schon wieder da längst. Aber ich hoffe mal, dass es so kalkuliert ist, dass ich. Dass ich ungefähr dass die Entfernungen zeitgleich sind. Gleich lang sind, meine ich. Ja. Jetzt ist die Frage, ob du überhaupt eine Möglichkeit hast. Du hast gar keine Möglichkeit, später in den Strahl einzusteigen. Du kannst ja nicht ausweichen. Also sobald ich den hier schieße, geht's auch los für dich, ne? Ich könnte vielleicht darüber gehen. Hier ist so ein, hier ist halt der Ausgang und da ist noch eine kleine Plattform. Es könnte machbar sein, aber ich weiß nicht, ob ich mich traue. Ich gehe davon aus, dass es so kalkuliert ist. Ich mach's jetzt einfach und... Ja, wir probieren es aus und dann gucken wir weiter. Nehm dich hoffentlich mit, ja. Knopf, so. Knopf, Knopf. Ja, Knopf, Knopf. Oh, gut. Sehr schön. Oh, es gibt einen Laser. Oh, cool. Schön. Also es wäre cooler, wenn sich bewegen würde, das Meer, aber schön. Ja. Na toll. Du gehst da hoch, um den Laser zu holen und wie kommst du wieder raus? Wo war denn der Empfänger? Kannst du hier treffen? Wo? Ich kann leider... Da ich den Strahl noch hier hab, nein. Ah, warte mal, dann muss ich sterben, damit du da... Sonst kommst du ja da gar nicht raus, oder? Ah ja, ich kann... Ja, nee, also raus komme ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nee. Solange der Strahl noch da ist. Ich kann auch den Strahl nicht mehr tiefer setzen, um mich selber zu retten. Also ich würde sagen, ich muss jetzt sterben. Ich pinne nochmal hin und sterbe dann. Vielleicht kann... Ach, ich pinne neu, wenn ich tot bin. Die Einheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Aber es gibt doch gar keinen anderen Weg für dich da raus. Was macht denn der? Ich glaube, der Weg raus ist sterben. Du
Du hättest das Portal vorbereiten müssen. Was? Weil das ist, glaube ich, den Strahl und. Warte mal, kannst du da jetzt noch treffen? Oh je. Oh ja. Der Strahl ist umgedreht. Aber warte mal, da kann ich uns ja holen. Ha. Moment, ich bin kurz hoch. Und nochmal treffen, bitte. Ich kann dich ja nicht. Doch, ich kann dich auch. Na klar, kann ich dich rausholen. Warte mal. Aber wie. Was bringt mir das denn, hier rauszukommen? Du hast einen Laser jetzt im Anschlag. Der wird irgendwo anders noch gebraucht werden. Ah, der muss da oben in das Zimmer. Ich kann es aber gerade nicht anpinnen, glaube ich. Und da muss ich auch noch irgendwo hin. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. Ich gehe nochmal kurz raus und guck mir hier was an. Weil ich wollte ja schon die ganze Zeit... Ach nee. Du musst jetzt da oben aussteigen dann. Bei dem Raum. Dann haben wir dich endlich da. Ah. Das klappt doch jetzt hoffentlich. So, ich muss nochmal hoch. Aber... Aber wie willst du denn den Strahl umkehren? Der ist schon... Also durch deinen Laser ist der umgekehrt. Jetzt gerade wieder nicht, weil ich dein Portal überschrieben habe. Ach so, das macht der. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Genau. Der trifft da an dem Turm, dieses Ding, und es dreht den Strahl um. Ja, alles klar. Ja? Kannst du überschreiben, wenn du willst. Ich muss hier nochmal rein. So. Ja, cool. So, das heißt, ich drücke jetzt den Timer und hol dich hoffentlich so da raus. Geh rein! Aber der Grill ist doch noch an. Ach so, der ist ja nur durch das andere. Ach, herrje. Stimmt, das war ja ein anderer Timer. Och, wie drücke ich denn das jetzt nochmal? Das war der Knopf da oben. Das heißt, du... Ah, okay, ich weiß. Ach du Scheiße. Das Portal muss wieder weg. Warte mal, ich überschreibe das kurz. Das hätten wir anders machen müssen. Nee, das kriegen wir noch hin. Du hast jetzt... Ach so, stimmt, das ist ja jetzt der Drückstrahl. Wenn dich mein blauer Strahl jetzt nach hinten drücken würde, dann würdest du nicht mehr an diese Fläche rankommen? Nee, ne? An welche? Ah, du kannst dich doch nach links stellen. Also vorne links. Ja, genau. Ja. Achso, nee, hier meinst du. Vorne links, genau. Ja, gut. Da kann dir doch der Strahl egal sein. Wenn ich den jetzt hier durchschicke, der drückt dich nicht weg. So. Genau. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe jetzt mit dem Strahl bis zu dem Knopf, der dir den Grill wegmacht. Mhm. Und wenn ich den gedrückt habe und dein Grill weg ist, triffst du unten die Fläche, schießt den Laser da rein und der Ziehstrahl zieht uns beide safe zurück. Ja. Nicht wahr? Ja, okay, also alles ich fange natürlich gut unten an. Und das solltest du auch relativ schnell machen, weil bei mir der Grill wiederkommt. Ne, wenn ich durch den Grill bin, dann also verlieren wir den Strahl, dann fallen wir beide. Genau, sobald du den Knopf gedrückt hast, drücke ich hier meinen Portal. Du siehst es ja rein optisch, wenn du mehr sehen kannst, weil dein Grill weg ist. Ja, sozusagen. Genau. Ja? Okay, geht los. Piu, piu, piu. Sehr schön. Ich lasse alles oben, weil du ja oben aussteigen musst. Ja. Ja, cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe... Hier ist ein durchgeknacktes Herz und ich habe zwei Knöpfe. Hier ein Knopf und da ein Knopf. Ich glaube, ich habe hier gerade nichts verloren. Also an Fortschritt meine ich. Hm? Ich gehe einfach mal in den Hauptraum zurück und guck mir an, was du so machst. So, jetzt bist du auf welcher Seite? Jetzt bist du auf meiner Seite. Das wird jetzt... Aha. Der Würfel wird wahrscheinlich sein. Der wird jetzt ja da reingezogen. Ja. Nee, ist, glaube ich, nicht die Höhe, oder? Da kannst du ja einmal drücken. Wir haben ja nichts zu verlieren. So, das muss über die Fläche, die du jetzt gerade neben dir nicht sehen kannst, glaube ich. Doch, kannst du sehen, da. Da muss der Grill weg. Ist das vielleicht der andere Knopf? Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. So, das heißt, da könnte ich... Aber ich will ihn drücken. Genau. Soll ich dir was sagen? Ich habe ein bisschen das Gefühl... Ja? Dass ich den Weg auch mache. Dass ich jetzt den Drückstrahl habe, da ankomme und zusammen mit dem Würfel hier oben lang und dann komme ich endlich bei mir in den Raum rein. Mhm. Und es ist ja... Jetzt pinne ich mal kurz. Es ist... Ich kann nicht pinnen. Moment. Es ist nämlich ein Laserwürfel und da oben war ja so ein Empfänger bei mir.
Also ich würde jetzt gerne mit dem Laserwürfel da oben ankommen, was glaube ich nicht so schwer ist. Ja. Ich darf bloß nicht zu... Ach, hier ist ja auch noch ein Knopf. Da ist ja auch noch ein Knopf bei mir. Genau. Was macht denn der nun wieder? Soll erstmal nur ich vor, ohne den Würfel? Oder wir safen den Würfel und holen den erstmal hier auf den Boden? Irgendwie so. Ach Gott, jetzt sehe ich gerade. Brauchen wir den Laser noch zum Umkehren des Strahls? Ich glaube nämlich nicht. Da oben in dem Raum, wo du später reinkommst, da muss noch irgendwas mit dem Laser gemacht werden. Ja, mit dem Laser schon, aber nicht, dass er da raus muss. Na egal, du brauchst ja gerade keine Portale. Und das hier, dein Rotes kannst du neu schießen, ne? Wenn du vorne aus dem Raum raustrittst. Ja, genau, das Rote kann ich neu machen, aber das Gelbe darf ich halt nicht versetzen. Genau, okay, es ging mir jetzt nur darum, ob ich das Rote überschreiben darf. Alles klar. Ja. Dann... Ach, wir machen es anders. Erstmal gehe ich vor, bevor wir das mit dem Würfel machen. Erstmal machst du mir nur die Fläche auf für mich halt. Okay, kannst schon mal drücken. Hast schon gedrückt, okay. So. Ah, oh, da ist er schon. Sehr gut. Ich platziere ihn mal hinter mir, so. Ach, bin ich blöd, ich wollte doch zu dem Knopf. Wo bin ich denn jetzt hier? Hilfe! In dem Raum mit dem Laser, da muss der Würfel hin. Das heißt, da kommt der Laser raus, oder was? Ja, das stimmt ja gar nicht. Am besten. Aber hier muss nicht unbedingt der Würfel hin, oder? Nee, wenn der Laser da vorne rauskommt aus der weißen Wand da, dann ja nicht. Dann nicht, ne? Also wenn... Aber du kannst ja hier nicht den Laser machen. Du kommst ja nicht zu mir rüber. Wozu brauchen wir denn dann den Würfel irgendwo? Hä? Ich glaube, ich komme nochmal zurück. Wenn du jetzt den Laser da unten wieder rausschießt, dann habe ich ja den Ziehstrahl. Genau. Was mache ich denn jetzt am besten? Jetzt werfe ich, glaube ich, mal den Würfel hier runter. Noch keine Ahnung, wo ich ihn brauche. Kannst du es wieder umkehren? Ich wollte jetzt erstmal den hier wissen. Ich hoffe, der macht nicht irgendein Reset. Hast du die Rose schon mal irgendwo anders entdeckt? Ja, die hattest du vorhin doch gesehen irgendwo. Ach ja, stimmt, da. Ich sehe es gerade selber. Es macht da unten bei dir einen Grill weg. Warte. Ah ja, genau. Aber scheinbar auch für immer. Ach so. Das ist gut. Sag mal, ich habe gerade ein gebrochenes Herz zum richtigen Herz gemacht, ne? Ja, habe ich auch hier. Das fällt mir das erste Mal auf. Mann, ist das alles toll. Okay, das heißt, wir haben da eine Fläche. Na gut. Was machen wir jetzt mit dem Empfänger? Und wo, ah, der ist für den Ausgang da. Guck mal, aus meiner Sicht. Da ist das Ausgangssymbol. Ja, genau. Dem Empfänger. Okay. Okay, wie kriegen wir den Laser da rein am besten? Wie? Du hast ihn da oben geholt. Da kam ich nie hin, wo du den Laser geholt hast. Das heißt... Wir müssen ihn vielleicht... Ich glaube, wir müssen ihn nur verlängern, weil unter den Ausgängen ist so eine Lichtbrücke. Die wird dann wahrscheinlich aktiviert. Hm. So, hier geht diese Linie lang. Das heißt... Ah, warte mal. Wie komme ich denn da ungestört? Ah, ich ahne was. Kannst du die Fläche... Also ich habe hier mein Portal gesetzt mit dem Laser. Auf der anderen Seite der Wand ist da nicht noch so eine Fläche? Die ist auch zu schmal, das sehe ich schon im kleinen Blick. Schade. Aber ich habe eine andere Idee. Kannst du mich nochmal zurückziehen? Wie war denn das? Achso, ja, warte. So. Jetzt habe ich blöderweise den Würfel da unten gelassen. Und jetzt drücken. Und jetzt wieder ziehen. Weil jetzt komme ich aus diesem Raum raus und habe das Portal auf den Empfänger gerichtet. Ah. Ja. Jetzt werde ich... Oh. Ah, scheiße, hier hätte der Würfel sein müssen. Ah. Oder zumindest der andere Würfel. Okay, lass mich nochmal raus, bitte. Nochmal Drückstrahl. Wie blöd. Dann steige ich anders aus. Okay. Und ziehen. So. Also, ich habe jetzt den da unten, um aufzumachen. Ich werde das jetzt mal austauschen. Weil mir der... Ich weiß noch nicht so ganz, wo wir den Laserwürfel brauchen. Aber ich würde sagen, der normale Würfel... Ich überschreibe dein Portal nochmal. Mhm.
der normale, also was heißt normal? Das ist ja der Companion Cube. Das ist ja ein ganz besonderer. Kumpel Kubus. So, und ich muss mal kurz in die Pause gehen, weil mir hier so eine blöde Windows-Meldung aufgepoppt ist. Die war aber, glaube ich, nicht in der Aufnahme. Ich hoffe es. So, dann kann ich da nämlich aussteigen. Jetzt würde ich das gleiche nochmal machen. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg oben rumgehen. Aber ich will vorher kurz überlegen. Also ich habe dann da das Austrittsportal für den Laser. Das heißt, ich könnte den Laser irgendwie holen. Dann ist die Frage... Ach, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja dauerhaft geblieben da. Das war ja auch nicht getimed. Ja, genau. Das hast du aufgemacht. Ah, umso besser. Darum ist okay. Das Herz jetzt auch ganz. Ja. Ja, genau. Alles klar. Okay, wozu brauchen wir den Laserwürfel? Wo schießt du dann den Laser raus, dass ich ihn offensichtlich mit dem Laserwürfel noch irgendwo umlenke? Weil ich habe ja schon die direkte Verbindung. Also wenn ich da oben, wo ich jetzt mich vorher habe rausziehen lassen von dir mit dem Strahl, ne, wenn ich da mein Austrittsportal habe und dann hier unten aus dem Strahl rauskomme, aus dem Ziehstrahl, dann brauche ich halt nur irgendwie mein Eintrittsportal umsetzen. Also ich muss den Laser, den du mir schickst, irgendwie holen. Genau. Das ist jetzt gerade die große Frage. Da nochmal meine Überlegung. Du sagtest, das hier, also die andere Seite davon, von diesem Würfel da, auf der ganz anderen Seite. Ich kann da nicht hinpinnen, weil ich da nicht hingucken kann. Also da unten irgendwo. Ja. Da war ja noch eine Fläche, oder? Da? Achso, nee. Du meinst unter dir. Ja, genau, die da. Da, hier. Die? Ja, genau. Ja. Treffe ich die von der anderen Seite hier? Von welcher Seite? Pin also normal. Hier, da wo der Würfel ist. Da kannst du ja gar nicht sein, an der Seite. Wo der Würfel ist? Ach, du meinst da hinten? Nee. Oder was? Nee. Nochmal. Wir haben hier diese, das sich dreht, der Würfel da, das hier. Also das ja, ist für mich die, jetzt die der Säule. Würfel. Die Säule. Ja, das ist Säule. Ach, sag doch nicht Würfel, Würfel. Wir arbeiten die ganze Zeit mit Würfeln. Ja, das okay, also diese Säule hier. Die Säule, ja. Genau, auf der direkt gegenüberliegenden Wand. Da? Nein. Aus meiner Sicht jetzt? Nein. Da, wo du hinguckst. Ja, also da ist die Säule. Und ja. Wenn ich da jetzt... Da. So. Genau. Du meinst da. Ja, treffe ich da diese Fläche unter mir? Neben dem Ausgang links? Erstens triffst du sie zu hoch. Du siehst es ja in meinem kleinen Fenster. Und zweitens, ich kann dir hundertprozentig sagen, dass da kein Portal hinzusetzen ist. Das ist zu schmal. Ja, gut. Ich kann es auch gern probieren. Hier, guck. Ich schieb's da hin. Ja, ich dachte, ich würde jetzt da rankommen, wo links halt dieses Gitter ist, aber da komme ich ja scheinbar nicht ran. Aber es geht mir was anderes durch den Kopf. Schieß den doch mal da raus. Scheiße, der geht ja auch nicht durch. Mann, was kannst du noch treffen auf deiner Seite? Ich kann da hinten. Das da hinten ja, treffen. Mach mal da hinten. Ja, das sieht nämlich gut aus. Dann kommt der Laser hier an. Ja, das ist zu hoch. Ah, doch, na klar. Der Würfel zeigt dann genau da oben raus. Das ist es nämlich. Ha, 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 ha. Jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich aber den Laserwürfel mitnehmen. Das heißt, ich gehe kurz hier durch die Portale durch. Jetzt kannst du wieder den Strahl bitte... umdrehen. Oder wir machen es anders. Warte mal. Mach mal einmal den... Das geht ja gar nicht. Nee, alles gut, alles gut. Strahl umdrehen war auch Quatsch. Ich muss ja erstmal den normalen Weg wieder gehen. Ja, genau. Ich brauch's. Genau. Oh. Oh Mann. Oh, jetzt wird's schwer mit dem Würfel hier. Vielleicht rufen wir den einfach neu. Dann muss ich den jetzt hier nicht mitschleppen. Kannst ihn ja mit dem Knopfdruck neu rufen, ne? Genau. Ja, okay. Dann hau ich den hier erstmal weg. Der kommt, glaube ich, auch nicht neu automatisch. Nö. Okay, ich gehe wieder den Weg hoch. Na, hier musste ich ja gar nicht mehr drücken. Ich musste ja nur dann... So, kannst schon mal drücken. Jetzt. War das hier? Okay. Oh, jetzt ist er eine ganze Ecke weg von mir. Mal sehen, ob das noch klappt. Oh! Oh, gut. Ho, 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 ho. So, jetzt mach erstmal nichts. Ah. Okay, jetzt drehe ich den nämlich in die Richtung. Kann ihn gerade nicht loslassen. Das ist egal, das schaffe ich schon. Ja, jetzt ziehen. Jetzt richte ich den aus.
auf den Empfänger. Jetzt hat er nämlich die Linse vorne und wenn wir durchtreten, hat er die Linse oben. So, jetzt warte kurz. Jetzt muss ich überlegen, jetzt gehe ich... Ah, shit, wie komme ich denn da wieder raus? Meine Portale sind jetzt gerade noch... Musst du da überhaupt raus? Wenn ich jetzt einfach... Ja, muss ja irgendwie zum Ziel kommen. Ich glaube, du musst den Laser einfach da... den Würfel einfach da halten, kann das sein? Nee, er muss nach oben zeigen. Wenn ich ihn jetzt nehme, zeigt er wieder nach vorne. Schieß mal den Laser da raus. Ach, dann ist es ja... Ja, mir fällt gerade ein, dann ändert sich ja auch der Strahl wieder. Das geht ja gar nicht. Okay. Die Überlegung war falsch. Wie können wir den Laser noch... Okay, ich hole erstmal den Würfel wieder raus, bevor der irgendwo verloren geht. Mist. Wenn du den Laser umschießt, kann ich nicht mehr da reintreffen. Das stimmt. Wo ist da der Trick? Ich glaube nicht, dass es eine einmalige Sache ist mit dem Empfänger. Ich glaube, der muss dauerhaft treffen. Wahrscheinlich, ja. Sonst wird das Ganze ja zu einfach sein. Shit, wir müssen die Verlängerung finden. Ich habe auch gerade das Problem, dass ich hier jetzt beide Würfel drin habe und nicht mehr so recht ohne Portalverlust hier rauskomme. Es sei denn, wir drehen den Strahl nochmal um. Ich mache den Weg zurück praktisch. Oder ich gehe hier raus. Natürlich genauso. Dreh mir nochmal den Strahl. Danke. Jetzt liegt der da, der Würfel. Dreh nochmal um, bitte. So, ich bleib erstmal hier oben kleben. Das war erledigt. Okay, wo kannst du mir noch den Strahl geben? Ach, hier runter. Kann ja wieder rein. Und Moment, halt. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Jetzt kann ich nicht wieder rein. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube, ich habe gerade einen Riesenfehler gemacht. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein. Das kann ich warten. Ah, doch. Ich kann... Oh Gott, ich habe den Strahl noch. Puh. Du könntest mir den Würfel wiedergeben. Oh. Okay, du hast was gefunden. Oh! Was ist das? Interessant, zoom mal ran. Zoomst du schon? Da ist bestimmt irgendwas hinter. Aber wie komme ich da? Da komme ich nicht ran. Ich könnte mich hinziehen, aber sobald ich den Strahl da hinsetze, falle ich runter. Das kann man vielleicht machen, bevor man am Ziel ist. Wenn die Lichtbrücke da unten da ist. Okay, mach mir nochmal den Würfel, bevor hier alles... Also ruf ihn nochmal neu, bevor hier alles verloren geht, weil ich habe gerade echt ein Problem hier. Und jetzt den... Oh, jetzt haben wir den Würfelbug, glaube ich. Ne, er klebt da. Und jetzt den Strahl umkehren. Dann kommt er hier wieder zu mir. Dann habe ich den erstmal wieder... Es war gar nicht so schlau, hier runterzugehen um den Würfel. So. Okay, was können wir tun? Wo soll der Laser herkommen? Hier, das ist da. Muss der Würfel irgendwo liegen? Ich glaube, auch wenn der Würfel liegt, ist der zu tief. Weil der muss ja mittig treffen, der Laser. Ja, genau. Das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Kannst du nochmal den Strahl da rausschießen, bitte? Wir haben es jetzt nicht ausprobiert, ob es auch die richtige Höhe für den Würfel wäre, aber... Das stimmt schon, es würde nichts helfen, weil der Strahl dann drückt. Du kannst ja auch auf meiner Seite Flächen treffen, aber das ist auch relativ limitiert, ne? Ist eigentlich nur die hier unten für den Nochmal, Strahl. Nochmal, du warst gerade weg. Du kannst ja auch auf meiner Seite Flächen treffen, aber das ist relativ limitiert, weil du nur eigentlich da treffen kannst, richtig?
Soweit ich sehe, ja. Du kannst nicht da treffen. Kannst würdest nicht hier du treffen. Den Grill hier vorne wegbekommen, könnte ich da treffen, aber sonst? Naja, den bekomme ich ja weg. Ja, aber dann komme ich auch nur an die Wand da hinten und vielleicht an die da hinten. Hm. Ich weiß nicht, ob das hilft. Nicht so viel, würde ich sagen. Nee. Okay. Hierzu gibt's leider keine Verlängerung. Das führt da unten zum Ausgang. Ich will wissen, was da ist. Keine Verlängerung. Ach, das gibt's doch alles nicht. Muss der Würfel auf deiner Seite sein. Vielleicht wieder. Wo soll ich den Würfel dann hin tun? Ja, das überlege ich gerade. Das Problem ist, der Strahl kommt viel zu weit oben raus, als dass der Würfel, wenn er ganz normal liegt, den nehmen könnte. Ja. Ja. Er muss aber auch mittig rauskommen, damit er den Zielempfänger trifft. So. Wie kann man da den Würfel... Es ist doch nicht umsonst ein Laserwürfel. So viel würde ich mal behaupten. Da kann man von ausgehen, ja. So, und dann ist noch die Sache, wenn wir den Laser auf die Höhe bekommen wollten, auf die Höhe des Empfängers. Mhm. Ja, das wäre maximal noch deine Höhe, deine eigene Höhe, ne? Oder? Du bist... Kannst du das Ding überhaupt sehen? Hast du eine Sichtverbindung? Nein. Nee, okay. Gar nicht. Alles klar. Ich habe gerade überlegt, ob du da mit dem Würfel stehst und da reinzielst, aber das glaube ich nicht. Okay, du kannst das Ding noch nicht mal sehen. Das muss schon mit meinem Austrittsportal da zu tun haben, dass ich mit dem Strahl da bin. Ja, wenn ich das hier rausmache, kannst du den Laser irgendwohin umlenken, dass der in ein Portal von dir geht? Dann müsste ich ihn... Also, da sind zwei Sachen im Weg, würde ich sagen. Punkt 1, ich muss ihn die ganze Zeit halten, damit er in der richtigen Höhe ist. Mhm. Und wenn ich ihn halten muss, kann ich nicht zum Ziel, aber wir können es mal ausprobieren. Dann bin ich da etwas schlauer. Das zweite Problem ist aber, dass ich ihn ja gerade irgendwo reintreffen muss. Weil er ja auch gerade da oben rauskommt. Ich habe ja auch gerade gar nicht mein Portal. Ja. Also ihn von hier gerade treffen ist... Treffe ich schon. Ja. So, jetzt hätte ich ihn, ne? Genau. Aber dann muss das in der Höhe sein, wie da hinten ist. Warte, mein eines Portal, aber dann würde ich komplett schräg durchschießen. Ja, nee, das geht nicht. Also ich habe jetzt noch eine Vermutung, wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber das wäre auch eigentlich Quatsch. Aber wenn die Sache funktioniert, dass der Würfel den Laser da hochlenkt, dass es gleichzeitig ihn da irgendwie hält, also dass der Strahl so fixiert wird, ich glaube es nicht, aber ich will zumindest erstmal ausprobieren, Laser da überhaupt trifft. So, warte, ich bringe mich da mal kurz hoch. Wieder. Ich gehe nochmal den Weg hoch. Den Würfel lasse ich jetzt Würfel sein, den kannst du gleich neu rufen. Mhm. Den brauche ich dann wieder oben, genau. Ne, jetzt brauche ich erstmal wieder einen Drückstrahl. Jetzt mache ich ihn hier wieder auf. Hier der Dispenser da. Und Würfel bitte. Oh ja, wartet, sorry. Ah! Okay, das ist jetzt gerade. Jetzt müsstest du uns, glaube ich, nochmal zurück. Ja, kann ich ja machen. Ja, doch, nee, ja, genau. Jetzt zurückziehen. Genau, jetzt wieder drücken, genau. Ich steig erstmal aus. Huh. Jetzt wieder ziehen. Jetzt
Jetzt will ich einfach mal sehen, was passiert. Ich hoffe, der ist einigermaßen mittig. Jetzt den Laser da rauskommen lassen. Wahrscheinlich geht's über den Würfel rüber, könnte ich mir vorstellen. Da ist gar nichts passiert. Toll. Scheiße. Ich gehe oben da raus. Aua, aua, aua. Jetzt klebt der da. Mann. Okay. Nee, auch nicht. Zieh mich mal bitte zurück. Achso, ups. Ich warte auf den Moment, wo du das gelbe Portal schießt. Ja, das wird bestimmt noch passieren. Scheiße. Ups. Oh Mann, ey. Ey, warum sind hier am Anfang diese Grills? Hat das was damit zu tun? Was du mir jetzt meinen hättest aufmachen müssen, dass ich hier eine Fläche habe, aber ist doch... vielleicht gar nicht so abwegig. Könntest du hier treffen? Nee, oder? Doch, könnte ich. Ah, ich glaube, da ist gerade Glas. Ja, da wo du durchguckst, ist Glas. Das war genau unser Problem vorhin. Ah, ja, genau. Nee, dann nicht. Dann nicht. Okay, das kannst du da oben nicht treffen. Hätten wir das auch geklärt. Na, von hier, wenn ich ganz pixelgenau schieße, dann vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das so soll. Das Blöde ist, das können wir eigentlich auch, die Überlegung können wir direkt verwerfen, kann ich direkt verwerfen, weil, damit weil der Grill offen ist. Weil ich den Hebel drücken muss. Ja, den Knopf müsstest du selber tätigen. Nee, okay, ist Quark. Ich habe halt gerade überlegt, dass hier ein Laser rauskommt und ich daneben ihn gleich wieder reinleite in ein Portal, dass der Würfel da oben liegt. Mhm. Also hier am Anfangsbereich. Ja. Weil das wäre noch vom Winkel her noch am besten möglich, wenn ich da oben mein anderes Portal hätte. Warte mal, konntest du das nicht von hier? Doch, das geht. Das geht. Wenn du nämlich hier stehst bei der Durchreiche, dann kannst du es treffen. Dann reiche ich dir den Würfel durch, dass du kurzzeitig den Grill aufmachst. Das muss gehen. Ja, aber wenn ich jetzt sterbe, ist der Laser weg. Du sollst ja nicht sterben. Meine nächste Überlegung wäre gewesen, wie wir dich retten. Und das ist gar nicht so schwer, weil ich kann zum Beispiel... Habe ich noch den Strahl? Wenn das jetzt der Drückstrahl ist, könntest du ja ganz easy zum... Aber mach's jetzt bitte noch nicht. Wir müssen noch... Ich muss noch mein Portal vorbereiten. Ach, Moment. Kann ich ja gar nicht. Das ist ja das nächste Problem. Ah, und ein weiteres Problem ist, dass ich halt den... Strahl mittig in ein Portal leiten müsste. Und hier im Anfangsbereich kann ich auch wieder nur den Würfel ablegen und dann ist der zu tief. Herrgott, ja. Sokrament normoi, das geht doch alles gar nicht. Wir haben ja auch nicht wirklich sonst Deckenflächen, wo der Würfel, wenn man ihn jetzt... Gibt ja auch noch so einen Trick, der ist schon... Oh! Warum laufe ich durch den Würfel durch? Shit. Das könnte fast Absicht sein. Ich wollte gerade den Trick anwenden, dass man sich auf eine Würfelkante stellt und den dreht, dass die Linse nach oben zeigt. Ja. Vielleicht... Oh, war ja. Jetzt probiere ich jetzt nochmal, ob das bei dem anderen Würfel auch so ist. Ob wir hier gerade einen Bug haben, oder... Auf dem Companion kann ich draufstehen. Der ist halt nett. Ich glaube, das ist Absicht. Da haben die den Laserwürfel anders designt, dass man den nicht benutzen kann, um draufzustehen oder den zu drehen oder so. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist gerade. Okay. Also das mit dem Anfangsbereich wäre vielleicht möglich, aber würde eigentlich kein gutes Resultat bringen. Ach, was für ein Elend, ey. Wir können doch den Würfel nicht auf irgendeiner Halbebene legen. Wenn der irgendwo... So, wenn es ein Podest gäbe, weißt du, dass er den... Ja. Ja. Dass er den anders umlenkt. Da haben wir nicht die weiße Fläche.
wir den irgendwo platzieren. Wenn du ihn bei dir oben hättest... Ja, dann kannst du auch irgendwo einen Laser rausschießen, der den dann wieder trifft. Sei denn, ich mach dir da auf. Dann würde der Laser von der Seite kommen. Du hättest vielleicht den Würfel da auf deinen Balkon gelegt. Aber wo willst du ihn dann wieder hinleiten? Höchstens da rein. Dann müsste ich ihn ja wiederholen. Die Fläche kann ich auch nicht so wirklich treffen. Kim, du übernimmst jetzt. Mir gehen gerade die Ideen aus. Ja, ich überlege auch schon. Ich finde das ziemlich gut, dass man diese Fläche da als Austrittsportal nimmt. Also ich glaube schon, das muss es sein. Weil wie sollte man sonst von der Seite diesen Empfänger treffen? Ja, genau. Das wird wahrscheinlich das Rätsels Lösung sein. Wir müssen hier noch den Weg dahin finden. Okay, ich lasse mal den Würfel hier unten. Da kann ich ja wieder zurückgehen. Ich würde gerne nochmal mit dem... Ich muss sowas immer sehen, damit ich es ausführen kann, ja? Ja. Gerade brauchst du gar nichts machen. Ich habe noch den Drückstrahl. Ich gehe da jetzt nochmal hoch. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass diese Vorbereitung stimmt, dann müssen wir uns überlegen, was passiert, wenn ich aus dem Strahl wieder rausgegangen bin. Ja. Was kann man dann anders machen? Ich kann auch hier kann ich ja das Portal nicht in der Höhe variieren. Das ist ja so eine Sache. Genau. Ja, also jetzt zieh mich mal rein bitte mit dem Ziehstrahl. Ja. Jetzt kannst du sagen, was du sagen wolltest. Nee, ist unwichtig. Alles gut. Oh Mann. Okay, also ich wäre hier angekommen, hätte mein Austrittsportal vorbereitet. So wie die Würfel jetzt liegen, kann ich auch wieder in den Hauptraum zurück. Allerdings hier nicht wieder hoch. Also ich würde auch einen Würfel zurücklassen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich den natürlich. Ich nehme den Companion jetzt mit raus. Dann kann ich zwei Würfel übereinander stapeln. Ha! Verstehst du? Nö. Der Companion war ja nur dafür da, dass der Grill hier weg ist. Der tödliche, der Lasergrill. Ja. Durch den bin ich ja gerade durch. Ich muss eigentlich nicht mehr in diesen Strahl rein, wenn alles passt. Das heißt, ich würde mir den jetzt greifen und würde in den Hauptraum zum Beispiel gehen. Ja. So. Das Blöde ist, ich kann meine Portale so ziemlich nicht benutzen. Ich kann nur noch das Eintrittsportal... Shit. Wie machen wir das? Ich kann nur noch das Eintrittsportal umsetzen, aber mein Austrittsportal muss da oben bleiben. Jetzt müssen wir dich irgendwie safe zum Anfang zurückbekommen. Mhm. Und das ist das Problem, dafür brauchen wir den Traktorstrahl, den ich dir gerade nicht bieten kann, weil ja mein Austrittsportal da oben bleiben muss. Genau. Ja. Ja, das ist ja gar nicht mal so. Aber ansonsten würde es jetzt klappen. Zumindest die Idee, die ich so grob im Kopf habe. Ja. Aber andererseits, du musst doch da oben gar nicht mehr stehen, oder? Nö, ich kann dir... Also du hast mir mir ein paar Mal den Würfel neu gerufen. Genau. Wenn das aber alles passt, dann brauche ich den nicht neu. Der liegt jetzt da unten. Der andere liegt hier, den kann ich mitnehmen. Genau, ich muss erst wieder zum Anfangsbereich und dann bereitest du dein Portal vor. Das geht ja auch, wenn ich hier nicht stehe. Ich denke, so läuft's. Genau, du kannst ja von da unten mir auch den Laser jederzeit hier rausschießen, wo er jetzt rauskommt. Ich denke, dann müssen wir es so machen. Ja gut, dann... Ich wünschte, man könnte speichern im... Ja. Koop kann man aber leider nicht. Im Singleplayer-Workshop kann man ja speichern. Ja. Ist ja das Tolle daran. Okay, dann lasse ich die Würfel nochmal so, wie sie sind. Und mach das alles neu und gib dir erstmal den Strahl. Jo. So, den du jetzt nochmal um... Achso, hast du schon gemacht, genau. Ja, genau. Ah, ich habe Angst. Ja, wenn es nicht klappt, müssen wir eine Menge rekonstruieren. So, okay. Steigst du aus? Ich mach mir die Verbindung. Geh erstmal hoch. And when I say you turn the Strahl rum. Jo. Okay. Wobei das ja jetzt nichts Timing-Kritisches ist gerade.
Und wichtig ist, du musst den Laser behalten, ne? Mhm. Aber das dürfte klar sein. Hab grad selber gemerkt, wie blöd die Aussage war, als ich es ausgesprochen habe. So, okay, zieh mich wieder zurück. So, jetzt schnapp ich mir den Companion und gebe ihn dir rüber. Ja, Kumpelkuchen. Hallo. Jetzt ist bloß die Sache, ja. Die kannst du den da an die Wand lehnen. Und der hält. Nee. Wir versuchen es mit dem zweiten Würfel. Wenn du die übereinander stapelst, könnte es sein, dass der zweite hilft. Ups, oh. Sorry, hat nochmal gegriffen. So. Funktioniert nicht ganz. Nochmal randrücken. Ja, so kann ich ihn aber nicht mehr loslassen. Hm, ich sehe schon. Kannst du mal versuchen, den unteren Würfel ein bisschen abzusetzen, dass der zweite schräg liegt? Das ist jetzt eine sehr spezielle Technik. Ich hoffe eigentlich nicht, dass sie das so wollen. Nee, also nicht direkt an die Wand setzen, den Companion. Ein bisschen weiter weg, ein bisschen Abstand zum Knopf. So. Und jetzt den zweiten da so reinkanten, dass der in die Richtung rollt oder fällt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah ja, das hält. Tatsächlich. Okay. Ach, das war ja gar nicht das Problem. Du lehnst ja... Ach nee, doch, stimmt. Das war das Problem. Okay, kannst du jetzt in den Raum rein... Ja, kannst du den Laser schießen. Mach bitte so tief wie möglich. Das ist leider zu hoch. Ja, perfekt. Das ist auf dem Boden. Okay, jetzt kannst du mir beide Würfel durchgeben. Oh, sorry. Da ist lass die Öffnung. Lass mal fallen. So. Wenn ich zu nah dran bin, greife ich den immer automatisch. Das ist ein bisschen glitchy im Koop. So, jetzt lehnst du wieder gegen den Knopf. Jetzt baue ich mir hier was hoffentlich funktioniert. Uiuiui. So, das heißt, ich habe oben mein hellblaues, dann mache ich hier mein dunkles. Naja, schön ist es nicht. Ich hoffe, es klappt überhaupt. Aua. Aber ich habe kurz was gehört. Hat mich ja, es hat auch kurz getroffen, aber dann hat es mich weggefegt. Ich mach mal von unten, dass ich nicht... Ah, das ist auch nicht so schön hier. Huch. Was ist das denn? Bitte nicht nochmal. Komm schon, da. Ja. Nein, jetzt ist er nach vorne weggefallen. Ah, das kann alles nicht wahr sein. Okay, aber ich glaube, besser kann der Companion gerade nicht liegen. Der liegt nämlich schon ganz an der Seite. Warum hier. Kommt denn da gerade Laser raus aus dem Würfel? Das ist der Laserbug. Ah, okay. Den gibt's im Koop, in dem kleinen Bild. Mann! Ja. Ich glaube, ja, Kuppelkubus muss weiter nach vorne. Echt, ja? Ich wollte ihn so weit wie möglich hinten haben, damit ich vom Winkel her das Beste draus machen kann. Aber du könntest recht haben, wenn ich ihn ablege, ist er zu weit vorne. Der Laser. So. Komm schon. Nein! Ah! Bist du wahnsinnig? Geh nicht von diesem Knopf weg. Ich muss hier noch raus. Ja, wenn ich, sorry. Wenn ich einen falschen Schritt mache, ist alles vorbei. Ja, offen. Oh, ist zu. Scheiße. Ach ja, du guckst ja hin, okay dann. Offen. Ja. Es ist offen. Wir haben sogar. Nein, nicht von diesem Knopf weg. Auf gar keinen Fall. Aber ich war so aufgeregt. Jetzt kannst du weg von dem Knopf. Ja. Ah, das fühlt sich komisch an. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Flächen da vorne jetzt die Rolle spielen, aber das ist sehr fummelig gewesen. Ja. Das gefällt mir als saubere Lösung eigentlich nicht. Geht's. Aber gut. Ja. Und ich sag dir, das war's noch nicht. Das wird der Vorraum gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Ja! Warte. Erstmal müssen wir hier, ganz wichtig, menschliche Eigenschaften auszuprägen. Die von der schlimmsten Sorte. Scheiße, da geht's weiter. Aber so richtig. Wollen wir hier einfach mal zwei Parts draus machen? Wäre, glaube ich, gar nicht so übel.
Ich glaube, ich habe dich heute sehr strapaziert. Ach, passt schon. Es wird ja noch mehr Valentinstage geben oder ich strahle es in zwei Parts aus oder was auch immer. Ich lasse mir was einfallen. Aber ich will immer so ungern schneiden in Portal, weil alles zur Überlegung beiträgt. Auch wenn wir jetzt viel... Also wir haben extrem lange gebraucht. Ich habe jetzt, was sind denn 105 Minuten? Eine Stunde 45 habe ich jetzt auf der Uhr. Ja, genau. Ja, eine Stunde 45. Das ist natürlich übel. Aber wenn ich da jetzt was schneiden wollen würde, dann würde mir das schwer fallen, weil doch die ganze Zeit Überlegungen drin waren. Mhm. Deswegen, lieber Zuschauer, wenn du bis hierhin geguckt hast, sehr tapfer und vielen Dank, du hast alles richtig gemacht. Und wir haben am Ende auch alles richtig gemacht und den Rest machen wir beim nächsten Mal. Ja! Da kann man mal gespannt sein. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir mal wieder Portal zu zocken. Oh ja, das fand ich auch sehr schön. Und wir setzen das fort. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Sind wir erstmal raus hier. Tschüss. Tschüss.